So, sorry, jetzt habe ich wieder auch mal schlecht gecuttet. Und ja, wir sind jetzt im Level 11. Nein, was sag ich? Wir befinden uns im Level 9. Shit. Schalter gedrückt. Hey, oh, jetzt geht das noch nicht auf. Tut mir leid, bin ein bisschen aufgeregt. Denn ja, ich weiß nicht, was mich am Ende erwartet. Also, ich habe nur mal kurz auf YouTube den Kampf gegen Jafar in der alten DOS-Version gesehen, aber was davor ist, nicht. Mal hoffen, dass es nicht allzu schwer sein wird. Ja, ihr habt es schon in der Zusammenfassung gesehen. Dieses Level gab es auch schon in der SNES-Version. Ich habe der Mode auch nichts verändert. Ist ja auch nicht so schlimm, denn das Level ist ja wirklich auch schon an sich ein bisschen schwer und kann so gelassen werden, wie es ist. Ja, wir kennen das alles aus der SNES-Version. Ja. Den Trank brauchen wir nicht. Okay, und die Stelle kennen wir auch. Mit nur einem Unterschied. Da links sind jetzt keine Stacheln. Okay, das ist ja dann gut. Eigentlich komisch, dass sie in solchen Vogelkostümen sind, aber der Grund ist ja, dass es die Gegner aus Prince of Persia 2 sind. Trotzdem finde ich, passt es noch gut zum Spiel. Spring, spring, spring. Ah, scheiße. Ich muss schneller sein. Oh Mann. Wir schaffen es jetzt nicht mehr, obwohl wir noch Prince of Persia 1 schon durchgespielt haben. Und da war es doch ein bisschen einfacher, oder? Na, ich weiß nicht mehr. Oh, scheiße. Jetzt fallen wir noch darunter. Mein Gott, bin ich aufgeregt. Egal jetzt. Jetzt schaffen wir es schon. Ich habe es ja schon angesprochen. Ich werde vielleicht. Nein, nicht vielleicht. Ich werde mich an Prince of Persia 2 der MS-DOS-Version ranwagen. Ja. Das ist schon sicher. Und danach mache ich natürlich Prince of Persia 3D, was ja der dritte Teil der Klassiker-Serie ist. Und danach mache ich Prince of Persia die The Sands of Time Trilogy. Ja, links ist ein Gegner, aber der kann uns ja nicht. Geht auf, aber es passiert immer noch nichts. Okay, zurück. Ja, Prince of Persia 3D, darauf freue ich mich schon. Ich hoffe, dass das Spiel auch hier läuft, denn ich habe Windows Vista 64-Bit Service Pack 2 und als ich das letzte Mal so Test gespielt habe, hat es die Videos nicht abgespielt. Ich hoffe, dass ich das wieder in den Griff kriege, sonst muss ich alle Videos einzeln konvertieren und auf YouTube nachschauen, wo sie alle herkommen, denn das Spiel habe ich vor 2 Jahren durchgespielt und weiß nicht mehr, woran was passiert. Okay, den Vogelanbeter machen wir jetzt fertig. Scheiße, los. Ja. Okay, das ist doch meines Wissens nach doch dieses Level, wo auch dieser Trank zum Spiegeln ist. Also den dürfen wir nicht nehmen. Okay. Ja, das Leben nehmen wir noch. Nein, da wollen wir nicht runter. Ja, es ist viel zu tief, hier gibt's nichts zu sehen. Okay, und hier auch nicht, okay. Dann müssen wir hoch und links gehen. Okay. Wir müssen hoch und dann, um den Schalter zu betätigen. So. Okay, geschafft. Ja, da ist der Trank, den ich erwähnt habe. Der spiegelt hundertprozentig das Bild. Den dürfen wir nicht nehmen. Und wir wollen mal schauen, ob was hier oben ist. Puh, oh, scheiße. Okay, gut, noch ausgewichen. So. Wenn schon Level 9 dieses Level ist, nein, die Platten gehen nicht kaputt, dann ist die Levelanzahl hundertprozentig kleiner als die von der SNES-Version. Denn dieses Level war in der SNES-Version, glaube ich, Level 13 oder 14, keine Ahnung. Ich denke mal 14 oder so. Okay. Noch ein Trank, also hier wollen wir nichts, nein. Gehen wir dann wieder mal hoch. Das war bestimmt wieder der Trank, der das spiegelt. Das ist so eine Art, der das dann alles zurückspiegelt.
Da ja hier der eine Trank auch ist. Naja, geil. Okay, dann müssen wir doch hier runter. Rechts oder unten? Ach, Mann, Mann, Mann. Geh mal runter. Okay. Da ist irgendwas. Mal schauen, was hier rechts ist. Ah, nur ein Trank. Den brauchen wir nicht. So, also ich freue mich schon auf den Endkampf gegen Jafar. Der wird irgendwie schon anders sein als in der SNES-Version. Also ich muss es nochmal betonen. Prince of Persia 1, die beste Version, ist die Super Nintendo-Version. Prince of Persia 2 ist die Super Nintendo-Version, die schlimmste, die es überhaupt gibt. Also komisch, warum, aber die Firma Borderbound hat nur die PC-Version programmiert. Die SNES-Version hat jemand anders gemacht. Keine Ahnung warum. Okay, das Level wäre jetzt fast geschafft. Okay. Schalter betätigen und runter geht's, oder? Ja, geschafft. Okay, Level 10. Dim. Hoffen, ja, es wird sich schon herausstellen, dass wir es diesmal schaffen, in Level 11 zu kommen. Was ich gemerkt habe, ich sage immer 11. Eigentlich heißt es ja 11. Egal.